sich der Rückenpatient mal hinsetzen. Ach, Kines. Mal hübsch machen hier, ne? Trinken wir noch ein Schlückchen? Und dann drehen wir mal ein Video und sabbeln mal ein bisschen hier ins Mikrofon, oder? Hallo ihr Lieben, hier ist euer Jörg, hier ist euer Taschenfreak. Ihr Lieben, ich habe mal wieder was für euch, die Firma Feuerwehr. Feuerwehr, wie tragen.de hat mich gefragt, ob ich nicht eine kleine Tasche gerne mal testen würde und euch vorstellen würde. Ich bin da mittlerweile, weil ich viele solche Anfragen kriege, echt verhalten. Der muss auch ein bisschen auf meine eigenen Ressourcen aufpassen. Das kostet ja auch mal ein bisschen Zeit, Video, Schnitt und so weiter. Hab mir allerdings die Tasche angeguckt und das ist die Hipback Otis. Und ich muss euch sagen, das hat mir schon ein bisschen gefallen. In mir steckt ja so ein bisschen ein verkappter Feuerwehrmann, war ja auch viele Jahre in der Feuerwehr aktiv tätig, habe dort Fotos, Videos und so weiter gemacht, quasi so das Marketing für die Feuerwehr übernommen und hatte da super viel Spaß und habe da auch sehr, sehr viel gelernt, auch über Kameradschaft. Lange Rede, kurzer Sinn, feuerwehr.de macht Taschen aus recyceltem Feuerwehrschlauch. Lange Rede, kurzer Sinn, das ist keine Fototasche, aber, wie ihr gleich sehen werdet, die kann man super zur Fototasche missbrauchen. Das Ganze ist so eine Hüfttasche, vielleicht jetzt nicht zwingend in der Größe für meine Hüfte, ist aber tatsächlich lang genug. Ansonsten, ich habe mir einfach mal zwei schicken lassen, eine rechts, eine links, geht super und löst auch das Problem mit dem Bauchumfang. Aber das soll nicht Thema dieses Videos sein. Die Otis, Hip Back. Ich bin ja bei Hipster und so einem Kram immer ein bisschen vorsichtig, eher so der Klassiker, wisst ihr, aber die hat es mir irgendwie angetan. Feuerwehrschlauch, der recycelt wird, der kann oftmals nicht mehr genutzt werden, weil er irgendwo abgeschabt, verkantet wurde, den Druck nicht mehr aushält, dann geht der zurück. Ist irgendwo ja eine Art von Kunststoff, wird aber nicht einfach weggeworfen, sondern die Firma Feuerwehr, die recyceln den und die bauen da Taschen draus. Jetzt habe ich mir diese Hipback Otis hier mal angeguckt. Die hatten zwei Wegereißverschluss, den kann man so schön in der Mitte halten. Die Sportler unter euch, also die, die mit Jogginghose Brötchen holen gehen, können die natürlich vorne vorm Bauch tragen. Man kann die, wenn sie lang genug eingestellt ist, natürlich auch quer über den Oberkörper tragen. Man kann sie sich auch natürlich hier wie die Kindergartentasche um den Hals hängen. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Es ist eine kleine Hipster-Gürteltasche. Was passt da rein? Ich wollte das wissen und habe sie eben, bevor wir das Video gedreht haben, einfach mal bestückt. Das Ganze ist noch dran. Das hat auch einen Grund, denn diese Tasche kann bald eure sein. Dazu am Ende des Videos mehr. Und jetzt seht ihr in dieser Tasche, man sieht hier auch so ein bisschen die Beschaffenheit des Feuerwehrschlauches an der Stelle. Und hier seht ihr, hier ist eine Pen F drin, eine Olympus, also schon durchaus eine ausgewachsene, kleinere Systemkamera. Hier ist ein 45-1.8er Objektiv drin und hier ist ein iPhone 8 Plus, also eins von der größeren Smartphone-Sorte mit drin. Das Ganze passt hier ziemlich bequem rein, 45-1.8. Und die Pen F. Das heißt, so für den klassischen Stadtausflug, bei dem man vielleicht auch abends mal ein lichtstarkes Porträt machen will mit dem 45er, durchaus geeignet. Und wenn man die beim Flug, beim Autofahren, bei der Reise nicht umhaben will, kann man super, super schmal zusammenfalten und einfach in den Koffer werfen. Also, multifunktionale Tasche, kann jetzt nichts, was andere Taschen nicht auch können. Ich denke, hier macht es einfach das Material. Feuerwehr, könnt ihr euch aufschreiben, .de. Findet ihr alle Informationen. Dieses hübsche Teil heißt Hipback Otis. Guckt es euch mal an. Natürlich auch für Nicht-Kamerazeug zu gebrauchen. Hüsterchen. Mit der Dehnfuge kann man das ganz schön weit auseinanderziehen. Das heißt, es passt schon ein bisschen was rein. Ich habe es auch probiert. Eine Leica Q geht rein, aber dann geht sie nicht mehr zu. Also für so Systemkameras, Smartphone, Geldbörse, Portemonnaie, Schlüssel, 500-Euro-Scheine, was auch immer ihr so dabei habt im Alltag, super viel Platz. Kleine bzw. längliche Innentasche, die zum Beispiel das Smartphone von dem Rest trennt. Doppelumlaufender Reißverschluss, super robust gemacht. Ich glaube, das Ding kann ziemlich viel ab. Testet es einfach. Und da sind wir bei dem Punkt Testen. Ich habe Feuerwehr überzeugt. Ich stelle die Tasche gerne vor und mache damit ja letztendlich auch ein bisschen Werbung für diese Gürteltasche. Aber da muss für meine Leser mehr bei rausspringen. Und deswegen habe ich mir nicht nur den Otis, sondern auch den Erik schicken lassen. Und der Erik, der kommt jetzt hier mal aus dem Karton, der ist ein wenig größer. Der Erik ist der Herrenrucksack. Zwischen 17 und 23 Liter Volumen, hat gepolsterte Gurte, sehr weich gepolsterte Gurte, aus einem Autogurt, Autogurtmaterial gepolstert, sehr gepolsterten Rücken,
sehr lange Gurte, also auch für solche Monsterkerle wie mich, mal beide Hände hier in die Kamera bringen, soll ja irgendwie bewegt aussehen, habe ich bei Hipster-YouTubern gesehen, muss man öfter so machen. Eigentlich soll man da auch hysterisch rein, das erspare ich euch. Lange Rede, kurzer Sinn, selbes Material, wird auch aus recyceltem Feuerwehrschlauch gemacht, ist variabel, hat oben einen Handgriff, eine Hauptschnalle, die man hier logischerweise öffnen kann, um an das Hauptfach hier heranzukommen. Und da ist dann echt massig Platz. Hier passt bis zu 15 Zoll Notebook rein. Nennen wir es mal 15 Zoll MacBook, vielleicht 14 Zoll Windows Notebooks. Hier passt auch ein iPad schön rein. Und durch die Dehnfuge lässt sich das Ganze, die Spuren der Krippe sind immer noch da, lässt sich das Ganze hier auch schön weit ausdehnen. Hier passt also ordentlich Zeug rein. Ein A4 Leitz-Ordner, whatever. Wir haben an der Frontseite zwei Reißverschlussfächer. Mal so halten, dass ihr das sehen könnt, die auch mit jeweils zwei Reißverschlüssen oder zwei Reißverschlussgriffen ausgestattet sind, so dass ihr hier auch ordentlich Material reinkriegt. Hier könnt ihr euren Schlüssel, euer Geldbeutel, eure Frau, euren Hamster, was auch immer anschließen, damit der nicht rausspringen kann. Und wir haben hier oben nochmal ein Reißverschlussfach, also hier oben, das wiederum das Smartphone-Fach ist. Denke ich mal, Smartphone, Geldbörse, also hier kann schon ordentlich was rein. Ich könnte mir vorstellen, hier passt vielleicht sogar ein iPad Mini oder so ein 7 Zoll Tablet rein. Aber auf jeden Fall auch die dicken, großen Smartphones gehen da super rein. Das Ganze ist innen drinne, wie gesagt, mit der großen Tasche ausgestattet, dass euer Notebook nicht mit den Akten und mit der Semmel und der Brezen irgendwie zusammenkommt. Ist auch aus recyceltem Material. Ich glaube, diesen Rucksack kann man auch als Nicht-Feuerwehrliebhaber, und deswegen habe ich ihn mir in schwarz schicken lassen, durchaus auch mal auf einen Nadelstreifenanzug tragen, weil das hat schon irgendwie ein bisschen Style. Es ähnelt nicht direkt an so ein Trikot von der Feuerwehr. Ich glaube, dass man hier in nahezu jedem Umfeld irgendwie eine smarte Figur machen kann. Was schön ist, da bammelt auch nichts an den Gurten rum. Ihr habt es eben gesehen. Der wird einfach eingefaltet, hier unten dran geklettet und schon hängt das schön gerade nach unten. Also, hier gibt es einen Otis und einen Erik. Ich brauche sie beide nicht. Ich finde die aber beide total geil und schenke sie beide euch. Was ihr tun müsst, ich verlinke unter dem Video auf YouTube einen Blogbeitrag auf taschenfreak.de und da schreibe ich euch, was ihr tun müsst, damit ihr diese beiden oder eine von beiden nutzen, haben, verschenken könnt, sie auf jeden Fall per DHL-Paket bei euch an der Tür klingeln und sie euch gehören. Sie sind unbenutzt, ihr seht, es sind noch alle Schildchen dran und bald sind sie euch. Habt Spaß damit, lest den Blogbeitrag, macht mit. Danke an Feuerwehr, dass ich euch überzeugen konnte, mir nicht nur den kleinen Otis, sondern auch den großen Erik zu schicken. Meine Leser werden es euch danken und ich könnte mir vorstellen, dass der eine oder andere ein bisschen geiler Feuerwehrschlauch jetzt ist. Habt Spaß, hier war euer Taschenfreak. Ich sag danke, ciao, ciao.